Sportik, vormals TV-Sport in Berlin, hat einen ehemaligen Hertha-Spieler aufgestöbert. Und Maximilian Nicou ist sogar bereit, ganz spontan uns Rede und Antwort zu stehen. Im Hintergrund, unmittelbar vom Olympiastadion, das ist Ihnen bekannt. Ist immer noch sehr vertraut, ja. Sie kam von wo? Ich kam damals aus der zweiten Liga vom SVW in Wiesbaden. Und haben dann unter Lucien Favre hier eine vortreffliche Position gespielt, das Angriffsspiel der Hertha belebt und eine ganz vortreffliche Saison. Das war wahrscheinlich die schönste Zeit meiner Karriere, die beste auch. Ich habe damals von Lucien Favre sehr viel Vertrauen geschenkt bekommen und sehr viel gelernt auch unter ihm. Und ich denke, das hat man dann auch gesehen in der Saison. Also wir haben eine super Saison gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht, auch außerhalb vom Platz. Ich habe dann nach dem Abstieg den Verein verlassen. Ich habe dann eine neue Perspektive gehabt beim SC Freiburg. Rückblickend, ob es die richtige Entscheidung war, weiß ich jetzt nicht. Kann man drüber diskutieren, aber es ging damals halt, mein Vertrag hat keine Gültigkeit mehr gehabt nach dem Abstieg. Ich habe jetzt seit kurzem auch eine neue Berateragentur mit dem Stefan Willkommen und der Premium Sportmanagement. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch funktioniert. Wir haben jetzt einige Optionen, die sich auch gut entwickeln. Und ich suche jetzt auch eine neue Herausforderung für den letzten Abschnitt meiner Karriere. Wie viele Jahre wolltest du denn noch machen? Ja, ich denke, 4-5 Jahre kann ich auf jeden Fall noch dranhängen. Richtig. Weil ich habe bis jetzt auch keine großen Verletzungssorgen gehabt in meiner Karriere. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und von dem her bin ich eigentlich gerüstet. Jetzt die Fachfrage, was halten Sie denn von Sicherheitsfußball, dem Hin- und Hergeschiebe oder dem Zurückgepasse? Ja, ich bin nicht so der Fan von defensivem Fußball. Ich bin auch eher, ich bevorzuge eher das offensive Spiel. Aber es ist, ich glaube, jeder, der Fußball spielt, der weiß, dass es auch mal notwendig ist, auch mal einen Querpass zu spielen oder mal zurückzuspielen. Alles, wenn es taktisch bedingt ist, von dem her. Glaube ich, ist es schon okay, aber ich denke auch, dass es für den neutralen Zuschauer wesentlich schöner zum Beobachten ist, wenn die Mannschaften auf dem Platz offensiv spielen. Der Stellenwert der Bundesliga, der scheint recht ordentlich gewachsen zu sein, nicht? Das ist richtig, ja. Ich denke, man sieht es auch jetzt in der Zeit der WM, dass auch Deutschland einen unglaublich ansehnlichen Fußball spielt. Und auch international während der letzten Saison in der Champions League oder Europa League sieht man einfach, dass die deutschen Vereine, glaube ich, auch sehr viel an Wert gewonnen haben. Wären Sie auch bereit, in die zweite Liga zu gehen? Ja, natürlich. Also ich habe auch mal bei meinem letzten Verein bei 1860 München in Deutschland auch in der zweiten Liga gespielt. Und ich kenne die Realität im Fußball. Also ich bin mir auf jeden Fall nicht so schade, auch in der zweiten Liga zu spielen. Zumal es einen Berliner Club gibt in Köpenick, der 1. FC Union, der gern aufsteigen möchte. Ja, das weiß ich. Wie sie auch das letztes Jahr auch schon aufsteigen wollten. Ich halte sehr viel von Union Berlin. Also ich weiß, dass es ein absoluter Traditionsclub ist. Ich war jedes Mal begeistert, wenn wir dort gespielt haben. Super Atmosphäre, ist ein toller Club. Sie sprachen mal von der Heimat hier von Berlin. Ja, ist richtig. Also ich habe, seit ich damals in Berlin für Hertha gespielt habe, seit damals ist ein kleines Stück von mir immer hier geblieben und ich fühle mich sehr verbunden Berlin gegenüber und es wäre sehr schön, wenn ich auch hier in oder um Berlin wieder meine Heimat finden würde. Sie nehme ich an, nicht jedes Angebot an, aber am liebsten wo? Ja, am liebsten wäre es mir schon irgendwo rund um die Heimat wieder. Also alles, was hier rund um Deutschland ist oder in Deutschland ist, wäre jetzt schön für einen Abschluss der Karriere. Wir haben genau zugehört und Sie bestimmt und hoffentlich auch, denn Maximilian Nicou wäre schon wieder für Berlin eine Bereicherung. Alles Gute. Dankeschön.